So, heute starten wir mal wieder eine Fahrt, eine Rundfahrt zum Dümmer. Das mit 17 Personen, mal gucken, wie das wird. Das ist auch eine ganz große Hammelhorde. Ja, momentan sind wir noch auf dem Weg zum Treffpunkt, dem kleinen Brockdorf. Und dann schauen wir mal, wie die Fahrt zum Dümmer so wird. Ich wünsche euch natürlich wieder viel Spaß dabei, wenn es heißt, RegieTV fährt Fahrrad. Und hier in Hopen die Bodenbeschaffenheit noch nicht ganz optimal, sehr nass. Aber schauen wir mal, wie es noch so kommt. So, jetzt kommt die Nordwestbahn. Macht ja richtig schön Krach hier im ruhigen Hopen. Jogger sind auch unterwegs. Moin. Moin. Ja, frühmorgens um 9 Uhr ist doch herrlich. Wir haben zwar nur 5 Grad, die Nase läuft, der Wind pfeift und es ist ganz schön kühl. Aber trotzdem ist es natürlich herrlich. Oh, ganz schön Matsche. Aber ich glaube, das trocknet momentan nicht so schnell ab, weil der Boden so nass ist, da kann ich mir nicht schlucken. Sohn ist unterwegs. Moin, moin. Zu Fuß, mit Hund, mit Fahrrad und am Morgen. Alle wollen das schöne Wetter genießen bei 5 Grad. Hallo, hallo. Moin. Moin, moin. So, die Hälfte des Trupps wurde aufgelesen. Jetzt geht die Tour so langsam los. Aber wir sind noch nicht am Treffpunkt. Das sind ja hier Schnellfahrer, das ist auch nicht schlecht. Drupp über die Straße mit einem hier, du Junge, Junge. So, jetzt erreichen wir unseren Treffpunkt. Ne? Ankunft der Tyrannen hier. Der Mann mit der Drohne. Ja, einmal den Garten. Also, Treffpunkt ist erreicht. Gleich geht's los. Kurz stärken. Viele Fahrräder stehen herum und dann geht's los. So, noch mal eine andere Perspektive. Jetzt geht es gleich los Richtung Dümmer. Wahrscheinlich über, also wir sind hier in kleinen Brockdorf. Dann geht es über Düpel-Ihorst Richtung Steinfeld und dann sehr wahrscheinlich gleich die Dammer Bergen und dann zum Dümmer. Bin aber mir nicht sicher, weil ich nicht diese Tour gemacht habe. Aber das ist hier Dieter. Der kann mal eben kurz sagen, worüber es geht. Also oh, wir fahren heute von Klein Brockdorf über Düpe, Hapendorf, Steinfeld, dann Ponyhof, Darlinghausen, Ildorf, Oldorf, Rüschendorf bis zum Marissa Park. So, jetzt geht's los hier. Fangt. Hier,
gegen gefilmt. So, hier müssen wir alle rüber. Ja. Ah, passt. Kommen wir alle mit rüber hier. Hat er aufgenommen, Andrea. Bitte mit seinem neuen Motorradhelm. Hier sind wir hier Düpe, ne? Ja, hier sind wir jetzt in Düpe. So, Richtung Stonefield, Steinfeld. So, jetzt erreichen wir hier Steinfeld. Dann geht's über den Ponyhof Richtung Dümmer. So, jetzt sind wir Richtung Ponyhof. Endlich geht's mal abschüssig hier durch. Alles Rabauken hier. Kleine Pause, kleine Stärkung. Und dann geht's gleich weiter. Scharf rechts rum. Jetzt kommt hier Kampfpilot. Moin! Moin Kameramann! Moin. Ja. Hat er mir auch gesagt, wir sollten dann. Oh, mitten durch die Pfützen hier. So, alles das, was wir jetzt runterfahren, fahren wir jetzt gleich wieder hoch. Das ist euch bewusst. So, jetzt kommt auch noch der Rest hinterher.
jetzt geht's durch die Dammerberge weiter zum Dümmersee. Das ist hier Rüschendorf. Ich guck gleich mal. Alten Kotten hier, du. Rüschendorf. Aber immer noch Richtung. Immer so. Störchen in der Luft, das sieht man selten. Thank you.
Ja, Moorlandschaft am Dümmer. Hier ist auch noch alles unter Wasser. Ja, so schaut's aus. Jetzt erreichen wir Hüde, gleich sind wir am Dümmer. Ja, diese Lämmer schweigen dann nicht. Ja, hier ist ganz gut was los. So, knapp 40 Kilometer gefahren, jetzt haben wir uns eine Pause verdient und nachher geht's weiter. Ja, hier sind wir am Dümmer. Und die Sonne kommt raus. So, jetzt haben wir einen Kaffee auf. Und Essen auch. Und jetzt geht's weiter Richtung Heimat. Das heißt, Ziel ist dann Lohne. Wahrscheinlich fahren wir über den Skulpturenpfad, den Diepholzer Seite und dann wieder zurück. Über Kroge, Südlohne. Ja, und dann Lohne. Viel Spaß noch. Also fahren wir jetzt. Ja, wir fahren jetzt los. Ja. Na, die begleiten uns heute den ganzen Tag, die Störche. Ja, eigentlich hätten wir das mal. So, jetzt machen wir hier eine kleine Pause am Skulpturenweg. So, jetzt hier Kunstbeschau. Ja, hohes Kunstinteresse am Skulpturenweg. Das ist hier eine Skulptur von Petra Pappenholz. Die hat es hier geschaffen. Ja, unsere Pferdchen brauchen auch eine kleine Pause. So, kurze Pause beendet und jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir am Ende des Skulpturenpfads. Ah, nicht Richtung Diepholz, sondern Richtung Steinfeld. Aber vorher kommen wir Richtung Kroge und dann geht's Richtung Lohne. Und dann sind wir wieder zu Fuß. Moin.
So, in 12 Kilometer haben wir es geschafft. Oh, landschaftlich mal wieder einmalig, du. Junge. Ja, das Wetter ist ja super. Das Einzige, ein bisschen windig. Moin! Euch auch mal haben. Mein Heber? Ja. Musst du dich wieder abfallen, Karl? Ja. So, hier rein, genau. Oder? Erster Ausfall. Du nimmst auch jede Pfütze mit. So, jetzt kommen wir hier gleich in Kroger an. So, einmal noch wieder ab durch den Schlamm. So, alle fehlerfrei durch das Parcours gekommen hier. Prost. Egal. Lotze. Morgen diese Mähen. Die anderen sind wieder weg. Ja. Ja, nach 80 Kilometern haben wir uns das Bierchen verdient. War wieder eine tolle Fahrt. Sind etwa 80 Kilometer heute gefahren. Wie schon gesagt, von Lohne zum Dümmer und zurück mit vielen, vielen kleinen Umwegen. Das Wetter war toll, die Sonne scheint immer noch. Alle Fahrräder, so wie sie hier stehen, haben alle keine Panne erlebt. Wir sind alle gut zufrieden. Gute Fahrt mit 17 Leuten. Hat Spaß gemacht. Ja, ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn es das nächste Mal heißt. RegiTV fährt Fahrrad und ihr seid dabei. Ja. 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 Ja.